Ladies and Gentlemen, hiermit begrüße ich Sie zu einem toxischen Match. Hoffentlich nicht wirklich. Toxin überströmt stürzen wir uns in Akrostellas Bunker. Und nein, Akrostella ist nicht dabei. Und werden nun Folgendes herausfinden. Wer wird der Nachfahre der altehrwürdigen Gift-Koryphäe Koga? Wird es Infinity SD oder Patrico? Eines steht jedenfalls schon mal fest. Janina wird es auf jeden Fall nicht. Sie kann ihr X-Bad schnappen und einen Abflug machen. In diesem Sinne würde ich sagen, erweisen wir einem gewissen giftigen Skorpion, ihr wisst schon, wen ich meine, die Ehre und starten in die Runde. Doch davor begrüßen wir einen alten Weggefährten, und zwar den guten Infinity SD. Das wird ein guter Kampf, darauf könnt ihr Gift nehmen. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend auch an dich, Infinity. Wie geht's, wie steht's? Ja, moin zusammen. Wir sitzen hier wieder an diesem Abend auch mal wieder zusammen und möchten jetzt unsere Serie weiterführen mit dem Gift-Team. Und ja, Patrick hat es schon sehr gut gesagt, wir können auf diesen Kampf wirklich Gift nehmen. Und ich glaube, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wer eigentlich dran ist mit dem Raten. Ich fange einfach mal an. So. Und Draghi müssen wir nicht erwähnen. Gut, welche drei Mons könntest du dabei haben? Ich würde mal sagen, tja, wer kennt es nicht? Das gute alte Gengar? Nein! What? Okay, ein Mon, was du sicher dabei haben wirst, zu 100%, Serapendra. Ja, unbedingt! Ja, das war zu erwarten. Und wen ich noch als letzten Tipp abgeben würde, vielleicht Galalamus? Nein. Interessant. Gut, was könnte ich dabei haben? Was könntest du dabei haben? Du hast es in der Anmoderation schon erwähnt. Ich glaube, du hast einen giftigen Batman dabei. Letzte Stufe, X-Bad. Nein, tatsächlich nicht. Hat kurze Zeit mal eine Rolle gespielt und dann dachte ich mir, nee, lass mal weg. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du wieder ein Arguion dabei hast. Ja, yep, Last Minute tatsächlich noch reingeswitcht. Und das gute alte Nido King ist raus, das kann ich ja schon mal erwähnen. Ja, und mein dritter und letzter Tipp. Was nehmen wir denn? Ich glaube, du hast ein Tentoxa dabei. Nein. An Tentoxa habe ich überhaupt nicht gedacht. Gut. Nach der sehr bitteren Pleite, die ich mir selbst zugeschrieben habe, mit diesen Big Fails im Gesteinsfight, das mit Rizeros, das darf niemals passieren. Das mit Aerodactyl, okay, das war die Anfangsnervosität. Das war bitter, aber das mit Rizeros mit dem Moveset-Fail. Da könnte ich mir eine reindonnern. Naja gut, das zum letzten Fight. Kommen wir zum richtigen Fight. Zu diesem Fight. Und in diesem Sinne gehen wir mal auf Kampf beginnen. Schauen wir uns mal die Teams an. Wen hat er denn dabei? Wir sehen ein Baldorfisch. Okay. Baldorfisch bin ich gespannt. Tentoxa. X-Bot. Okay. Ja. Das schaut doch schon mal sehr, sehr interessant aus. Dieser Flo hätte ich eigentlich auch tippen müssen. Ja, dieser Flo war relativ schnell dabei. Aber dass du tatsächlich, dass wir drei Monster haben wir gleich im Team. Ja, also ich habe mein Team ausgewählt. Meinetwegen kannst du losgehen. Ich bin gerade noch im Überlegen, wen ich auf die 1 setze. Wen nehmen wir da am besten? Hm.
Okay. Machen wir es mal so. Na, vergiss nicht auf Start zu drücken. 4 ja. Sekunden, 3 Sekunden, ja, hey. Schon erledigt, schon erledigt. Das nicht, dass wir den Sale wie bei mir im Eisfight haben. Der jetzt nichts ausgemacht hat, aber... Das stimmt, das habe ich ja früh selbst entschieden. Ich gefühlte 1000 Eigentore. Ach. Naja. Gengar, direkt am Anfang, hallo. Ja, ich habe noch kurz überlegt gehabt, aber... Ursprünglich wollte ich was anderes spielen, aber dazu später mehr. Da habe ich mich doch gerade noch kurz entschieden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich. Baldo. Baldo. Komm, jetzt der Pier und Rani Switch. Och nö. Ach doch. Fokusgurt ist nicht erlaubt. So, ein guter Switch. Fisch geht raus. Fisch geht da. Jo, der Fisch geht auf jeden Fall da. Den brauchen wir nicht mehr. Fisch, der hat einen Zweck erfüllt. Ey, du hast immer noch dieses Evoli-Shirt an, das wolltest du mal switchen. Das wollte ich in der Tat. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist das coole Akani-Shirt holen, das haben viele immer gefeiert am Anfang. Das ist auch wirklich bis heute sogar noch eins der schönsten. Meiner Meinung nach. Was machen wir denn jetzt? Haha. Ja, ich denke, ich nehme dich. Xi Batti. Xi Batti. Ja. Nein, nicht zu einem Kopfstoß, nein. Fokusgurtrip. Ich hab's geahnt, ja. Genau deswegen habe ich Fokusgurt drauf. Genau deswegen. Ja, also, was Ekliges schon erwartet habe. So was Ekliges habe ich erwartet. Ah, es überlebt zu werden. Hui. Ah, bitte. Das hätte ich gerne weggehört. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Jetzt wäre ein Tiefschlag göttlich gewesen. Den ich leider nicht drauf hab. Ah. So ein Moment wäre es echt cool gewesen jetzt. Naja. Aber wir sind jetzt beide K.O., weil ich den Leben auch hab. Ah ja, hast du ja recht, stimmt. Eben. Ja, Blind Switch. Okay, let's go. Blind Switch. Möge die Macht mit dir sein, mein Freund. Wir haben denselben Gedanken. Möge die Macht mit uns sein, ja. Wenn jetzt auch nochmal der gleiche Move kommt, ne? Dann... Ach, warte mal, das war richtig dumm von mir, was ich jetzt gedrückt habe. Das ist eigentlich ein Misplay, den ich jetzt gemacht habe. Ah, ich bin auch gerade wild. Ich habe gerade zwischen zwei Optionen überlegt. Ja, ich glaube, das ist bei mir ein Misplay. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja, du hast aber halt auch den Tempo-Schub, ne? Das heißt, das hat eigentlich nichts gebracht. Ja. Eisenabwehr insbesondere. So, wollen wir schauen, was du jetzt an Schaden machst. Das ist gerade was anderes, aber warte mal gucken. Hui! Das ist ja nichts! Halleluja, das ist ja gar nichts! Das ist wirklich nichts. Lala. Obwohl Eisenabwehr ist ja plus 2, gell? Ja. Verdammt! Also Eisenabwehr ist ja first. Nee, Eisenabwehr hat keine Priorität. Ach doch, keine Priorität. Oh, Schwertkampf, Halleluja. Jetzt möchtest du wissen, ne? Ich bin gespannt. Sehr
Serapendra gegen Serapendra. Dein X-Bot hatte mir lange Sorgen bereitet, deswegen war ich froh, dass ich es weg habe. X-Bot mit Typ Flug ist natürlich eklig. Mal gucken. Oh. Ja, packen wir den auch nochmal aus hier, den Schwertern. So, was kommt bei dir? Erdbeben. Das dürfte wieder so viel Schaden machen wie vorher. Jo. Ja, ein bisschen gechippt. Jetzt ist die Frage halt, wer ist schneller? Weil wir müssen ja Speed High haben. Du musst sicherlich auch Full EV in Speed investiert haben. Warte mal, was habe ich jetzt eigentlich an Speedboost drauf? Plus 4? Oh no! Oh no! Doch nicht schon wieder. Oh doch! Wir sind zu bulkig hier. Wenn du jetzt einen Crit machst, dann habe ich ein richtig großes Problem. Dann ist der Kampf auf jeden Fall auf deiner Seite. Wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn ich da mal Glück hätte. Aber es scheint mir so, als wäre ich tatsächlich das schnellere Serapendra, denn ich habe die ganze Zeit immer den Speedteil gewonnen, wenn wir den Speedteil haben. Oh mein Gott! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach du Scheiße, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, komm! Ah, das war so klar, das war so klar. Du willst ihn großen Jetzt bin ich gespannt auf den Schaden. Uiuiuiui. Das war deutlich zu viel Schaden. Bei plus 6. Wenn du jetzt noch den Wahlschal zum Beispiel drauf hast, dann bin ich richtig am Arsch. Das Serapendra ist ja ursprünglich schneller als Pian Page. Wenn du jetzt einen Wahlschal drauf hast, das Serapendra ist schneller. Also wenn du mich jetzt besiegst, dann wird. Nee, wenn du jetzt zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel Wahlschall drauf gehabt hättest auf Pion Draghi, dann wärst du schneller gewesen, ja. Trotz, weil du hast ja die Tempo schon quasi übernommen. Ich hab die Boost, richtig. Aber nee, ich habe ein anderes Item auf dem Pion Draghi drauf. KP meinst du? Nee, was anderes. Achso, Mon. Uiuiui, sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich habe zwar nichts durchkalkuliert im Fight, aber habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber egal, irgendwas muss ja kommen. Schau mal. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, stimmt. Das Ding ist ja... Okay. Also im Grunde basiert es jetzt darauf, wer als erstes angreift. Du bekommst ja durch Quick Draw eventuell... Nein, du bekommst nicht durch Quick Draw. Nee, speedtechnisch bist du ja Haus auch überlegen, das ist klar. Ja, aber du hast ja die Fähigkeit Quick Draw. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich glaube Schnellschuss. Nee, ich habe tatsächlich Belebekraft drauf. Ja gut, das ist dein Problem. Das ist dann Pisa-Sturm. Das war sogar das, wo du mir damals in dem Den gefangen hast. Oh wow. Dann ist erstmal der Gentamax, ne? Das wäre schön. Oh Gott sei Dank. Bisa, I love you, let's kill this bitte. Bitte. Gut. Ja. Schade. Junge. Ein Teilerfolg schon mal erzielt. Sein Pion Draghi ist draufgegangen. Ja. Finde ich jetzt traurig, aber
Dann wollen wir dich doch reinhauen, Kumpel. Lass mein Visa Flo in Ruhe, Junge. So, was hast du denn noch im Team übrig? Du hast ein Piantragi, Aguion selbst. Ja, dann drücken wir doch die Attacke. Das ist aber wieder ein Kampf, wo wir auf unserer letzten Pokémon arbeiten. Ich weiß nicht. Ich traue dem Braten noch nicht. Das könnte so noch schnell im Sweep enden. Ich muss kurz mal was gucken. Besseres Ergebnis schon mal als erwartet. Ich hatte irgendwie so ein 0-5 im Gefühl, irgendwie, weil ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Das Grundgerüst hier war relativ schnell, nur Aguion am Ende kam nochmal rein. Naja. Möchte ich jetzt... Damit kann ich leben. 3,5 eigentlich. Damit kann ich... Ja, ich glaube, du killst das Aguion auch noch. Denn ich kann, ich glaube, ich nicht one-shotten. Piantragi ist dafür zu bulky. Oder auch nicht. Ja, weiß nicht. Du spielst ein offensives Set, oder sagt Piantragi, ansonsten hättest du überlebt. Ein offensives tatsächlich, ja. Na gut, das war's. Ah, Guyon. Bling, bling. Ein schönes Schuss. Ja, Stachel, verdammt nochmal. Sollte reichen. Aguion ist nicht wirklich defensiv. Gut, das ist dann 0-3. 0-3 und Serapen 3 eigentlich auch schon am Rande des Kills gehabt. Naja. So, dass das nichts durchkalkuliert wurde, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Oder was heißt? Kann ich mit leben, ehrlich gesagt. Ich hätte natürlich ganz gerne den Piantragi-Sweep gehabt, aber... Ja, das habe ich da wenigstens noch schön versaut. Ja, ich hätte wahrscheinlich falsch erkennen. Ja, Staffette war... Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Eisenabwehr hat mich auch überrascht. Schön defensiv und offensives. Serapendra. Schwertanz, ja. Eisenabwehr, Staffette. Und Erdbeben wahrscheinlich. Schutzschild. Ach ja, Schutzschild, genau. Warte mal, ist eher defensiv. Ja, Piantragi. Hättest du jetzt den Verhöhner gehabt. Ja, Verhöhner, da habe ich auch mal kurz überlegt gehabt, ob ich das draufballer. Ja. Ist kein schlechter Move auf jeden Fall. So, und ich darf dir jetzt mein Team wieder schicken. Ich muss mal jetzt bei Showdown überhaupt noch, also komplett noch machen. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Zeit gehabt. Nicht einmal zum Durchkalkulieren. Naja, ich schaue, dass ich es wenigstens beim Feuerfight mal wieder mache. Nur Feuer habe ich schon mal richtig Bock. Ist ja nicht umsonst mein Zweitlieblingstyp. Da brennst du drauf, wa? Pardon. Definitiv. Ich muss Kamaub alle Ehre machen. Ja, dann müssen wir aber die Generation wechseln. Gut, ja, in diesem Sinne wäre es das von mir schon gewesen, oder hast du noch irgendwas anzusprechen? Ja, ich habe nichts weiter anzusprechen. Ich denke, wir wünschen dem Publikum einen schönen Tag, Abend und was auch immer. Dem schließe ich mich an. Macht's gut, Leute, und ihr könnt euch schon mal... brennend auf den anderen, beziehungsweise nächsten Kampf freuen, dem Feuerkampf. In diesem Sinne, Pyro wird mit uns sein, Kamau hoffentlich auch. In diesem Sinne, bis denne, die denne.
Macht's gut. Bis dann, Edene. Und ciao.